everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der Platinum Edition auf der PlayStation 4. Und ich habe schon wieder vergessen, wie die Karte heißt. Espancia La Pajo, genau. Wenn ich es richtig ausspreche, als alter Gringo. Genau, wir haben das letzte Mal Zuckerrohr geerntet. Der ist erstmal weg. So, wir haben noch einen Anhänger voll mit Zuckerrohr. Und das gute Stück hier, den Case, den möchte ich eigentlich gern zum Abfahren nehmen. Und der Tank ist gerade alle. Also werden wir gerade mal den Anhänger wegbringen. Und genau, werden das verkaufen. Wir brauchen circa ganz genau Minimum 20.000, damit wir den Häcksler mieten können. Es ist jetzt eigentlich können wir mieten, dass der Mais, das erste bisschen Mais ist erntereif, und es muss ja gar nicht alles ganz erntereif sein, man kann ja schon früher häckseln. Also fangen wir da mal an, schauen, damit wir das Geld hier zusammenbekommen, werden die Anhänger rüberstellen. Die Erntemaschine für Zuckerrohr räumen wir natürlich noch gerade weg. Wir werden jetzt das Zuckerrohr verkaufen gehen und hoffen, damit das Geld reicht, um Häcksler zu mieten. Das ist der Plan heute. Eigentlich. Eigentlich sage ich immer eigentlich. Ist gerade so ein Eigentlich-Wort. Aber trotzdem, danke für den Hinweis. Ich mache es nicht mal extra. Boah, die Lampen sind ja verdammt dreckig hier. Puh, ich find's cool. So, kippt er wieder hinten aus. Macht gar nichts. Es gibt einen guten Preis. Es sind jetzt über 300 für Zuckerrohr. Oder ein guter Preis. Geht so. So, laden wir mal den Zug auf. Der Anhänger ist eigentlich ready. Aha, mit denen wollte ich ja dann noch tanken fahren. Genau, deswegen. Fahren wir mal zur Transportfirma. Da sind wir noch am Laden. Lassen wir mal die Maschinen hier warm laufen. Über 100.000 waren da drin. Ist das richtig? Wenn wir jetzt 300 kriegen, sind es vielleicht 30.000. Alles klar. Jo. Sollte auf jeden Fall reichen für unseren Häcksler. Okay, ist alle. 117.898 Stängelchen vom Zuckerrohr. Nein, ich weiß nicht. Zuckerrohr sieht irgendwie komisch aus. Ich habe selber noch nie Zuckerrohr gesehen in meinem Leben. So, Transportfirma. Ich weiß zwar nicht, warum die Transportfirma da oben auf dem Berg ist, wo keine Straße hinführt und gar nichts. Aber Hauptsache, wir haben da oben eine Transportfirma. Bisschen unlogisch für mich. Aber das sind ja so manche Sachen, die da nicht so. Oh, okay, wir müssen langsam bremsen. Hallo? Das hier ist auch schon ein älteres Modell.
Also ich denke, das sollte reichen für unser Vorhaben da, was wir da machen möchten. Und schon geht's nach unten alles weg. Jo, 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 jo. Das ist sogar schon der neue Anhänger mit bei. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wo ist denn jetzt der schöne Trecker? Gut, fahren wir über die Tankstelle zurück zum Hof. Und damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Hier 45.000 auf der hohen Kante. Machen wir mal hier Diesel rein. Und dann mieten wir uns einen Häcksler. Den kleinsten, was wir uns mieten können. Für mehr reicht's nicht. Oder obwohl, jetzt würde es wahrscheinlich auch für einen größeren reichen. Okay, in der Zeit kann ich hier eigentlich aufräumen. So, wir fahren mal das Erntegerät hier weg. Hallo? So, stellen wir das weg. Die Anhänger kommen zum Feld. Und ich habe ja letztens so einen Anhänger, so einen schönen gekauft, günstig und gut. Aber der ist für meinen Drescher nicht gegangen, weil der zu hoch ist. Und ja, war eigentlich mein Fehler. Erst habe ich gedacht, weil es Mod ist, ist der kaputt. Dann habe ich mir den Flegel gekauft, hier Anhänger. Aber der ging natürlich auch nicht. Der ist eigentlich genauso hoch. Und ja, jetzt will ich den Anhänger eigentlich noch mal eine Chance geben, um bei uns mitzumachen. So, okay. Die Zahlen haben aufgehört zu drehen, dann ist der Tank vom Case eigentlich voll. Wir fahren jetzt trotzdem die Anhänger zum Feld. Aber wisst ihr, was ich noch machen könnte? Wenn ich ja den Häcksler miete, könnte ich ja den anderen Anhänger kaufen. Dann kann der den schon mitbringen. Da hätte ich schon drei Stück. Und die anderen noch für vom Zuckerrohr. Die sollten eigentlich auch gehen. Eigentlich. Sag ich schon wieder eigentlich. Okay, den stellen wir mal dahin. Jetzt holen wir die anderen noch. Aber dann könnte ich, je nachdem, wie schnell der Häcksler ist, könnte ich eigentlich mit zwei abfahren und den Agroliner, mit was wir noch unterwegs sind, könnten wir den Mähdrescher bedienen oder bereitstellen zum Abtanken. Dann könnte der auch starten. So, ich bin mal gespannt, ob die hier überhaupt funktionieren und ob er von denen hier vorne bis nach hinten, ob er den hinten auch voll macht. Ich würde sagen, wir kaufen noch keinen. Wir werden erstmal abwarten, was der Häcksler meint. So. Okay, alles auf Position. Jetzt zurück. Der auch noch. Der ist ja jetzt nicht so typisch hier zum Häckseln, deswegen würde ich da lieber auch was anderes nehmen. Schau, wie schön die Reifen sauber werden, wenn wir auf der Straße fahren. Schön, wie man an alles denkt hier. So, das soll hier der Abfahrer werden. Der hat am meisten Leistung. Schneller ist er nicht, aber von der Leistung her sollte das gehen. Wir fahren natürlich zur BGA. Wir werden da Silo machen.
Und wenn das dann natürlich gleich verdichten. Und wenn das fertig ist, natürlich gleich verkaufen. Na, das schauen wir schon ein bisschen auf den Preis noch. So. Aha, da muss ich eigentlich zum Händler des Vertrauens. So, wir müssen hier den. Eigentlich könnte ich mir so ein Teil da kaufen. Na, ich habe keinen Front. Ich habe keinen Traktor. Mit Fronthydraulik. Fehlt mir irgendwie. Brauchen wir 150 PS, habe ich auch nicht. So, wir mieten den. Oder den. Was ist besser? Der Krone ist natürlich besser, wahrscheinlich. Kostet ein bisschen mehr Miete. Wir müssen mal schauen bei den Schneidwerken. Das könnte natürlich was ausmachen. Das hat 6 Meter und das hat auch 6 Meter. Das hat 9 Meter. Also es spielt keine Rolle, sollte eigentlich, da mieten wir den günstigeren. Und das nächste Mal wissen wir ja dann Bescheid. Mieten. Ja, okay. Jetzt aufpassen, damit ich da nichts kaufe. Gerade hier, wo ich noch Geld hätte. Mieten, ja, okay. So, das schon mal weg. So, jetzt müssen wir aber los. Hätte ja gern was Größeres noch gemietet, aber momentan ist es preislich nicht drin. Sind wir zufrieden, wenn wir überhaupt was mieten können. So, passt es nicht. Doch, alles klar. Los geht's. Ist jetzt leider derselbe Häcksler wie auf der Gold Quest Valley, aber es reicht wirklich nicht. Dann gebe ich nämlich das ganze Geld aus und ob der in einer Stunde fertig ist, das weiß ich nicht. Und dann wird es nochmal teuer. Aber theoretisch sollte er das schaffen. Jetzt haben wir 17:30 Uhr, sollte eigentlich vor 6 Uhr fertig sein. So, wir spannen eigentlich immer Anhänger vor. Sobald die voll sind, tauschen wir. Und da kann der eigentlich immer fahren. Wir schauen, damit der immer fahren kann. Wir lassen einen Traktor beim Feld stehen und einer fährt eigentlich ab. Und wenn irgendwas ist, können wir schnell wechseln und mit dem Traktor ja die Hänger austauschen oder so, damit der hier möglichst wenig Fahrwege hat und so schnell wie möglich eigentlich das Feld runter häckseln kann, mähen kann. So, hier lang geht's, jawohl. Richtig. Er weiß Bescheid, wo es lang geht, wo er hin muss. So, ich bin gespannt, ob ich da Gewinn mache. Jetzt haben wir ja eigentlich so 20.000 nur für die Miete schon rausgehauen. Da sind jetzt noch keine Spritkosten mit dabei, da ist noch gar nichts. Von den Traktoren. So, ich glaube, das sieht nicht so schlecht aus. Wir starten jetzt. Sehr schön. Wollte gerade sagen, da passt da nicht mal ran. Dann haben wir schon, dann war schon halb gewonnen. So, müssen wir das Rohr noch rausfahren? Macht da alles? So, jetzt müssen wir aber loslegen.
Okay, das sieht gut aus. Okay, momentan fahre ich noch selber, aber das müssen wir gleich wechseln. Sobald der Anhänger voll ist, muss fahre ich weg und er kann weiterfahren hier. Ja, ich glaube, da kommt was zusammen hier. Das Feld ist ja nicht so klein. So, komm schon. So, ich fahre noch bis zum Ende. Der müsste eigentlich so ziemlich bei 80-90% sein. Und dann schwinge ich mich mal auf den Traktor, damit wir die Anhänger tauschen können. Vielleicht fahre ich auch mit beide Traktoren ab. Muss jetzt mal schauen, wie ich das am besten mache. Jetzt würde ich eigentlich natürlich gerade die Anhänger gespannter mal einsetzen. Schauen, ob das überhaupt funktioniert. Das machen wir mal. Das würde mich interessieren, ob die für irgendwas gut sind, die Anhänger, oder nicht. Ihr seid ja natürlich auch meine Anhänger, quasi. Klingt zwar komisch, ist aber so. So, jetzt machen wir den Helfer an. Spring von dem Teil hier runter. Jetzt schauen wir mal, ob er die da auch füllen kann. So. Er dreht natürlich. Der Helfer fährt immer durchs Feld. Bei denen geht auch nichts kaputt. Wir haben natürlich Fruchtzerstörung drin. Wenn ich das machen würde, würde das natürlich alles zunichte gemacht werden. So, ich sag mal, der hat jetzt eigentlich nicht so lange. Ist jetzt die dritte Reihe, was er anfängt, ist gleich mal voll. So, wir starten mal hier. Also wenn das hier mit den beiden Anhängern klappt, dann ist das gut. Aber ich glaub's fast nicht. Wow. Wow, 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 wow. Das sollte eigentlich super funktionieren. Da wollte das jetzt schon reinschmeißen da. So, wir müssen einfach schnell werden hier beim Wechseln. Aber das scheint zu klappen. Hier passt natürlich in beide Anhänger nicht so viel rein wie bei den anderen Anhängern. So. Mal schauen, was er da macht. Okay, und wir gucken mal, wie lange wir jetzt eigentlich brauchen bis zur BGA. Da war schon wieder das eigentliche Wort. So. Ich hoffe es nicht. So habe ich natürlich viel länger. 32.000. So. Eigentlich gleich hier hinten durch. Und in der Ferne ist es schon zu sehen. So, zeitmäßig sind schon 7 Minuten um. 3 Reihen geerntet. Also ja, das sollte in einer Stunde zu schaffen sein. Der läuft nicht gerade besonders schnell. Hier habe ich dann noch irgendwas verstellt.
Und mal auf den Rückweg schauen, wenn er leer ist. Hä? 18 Tonnen, alles klar. Jetzt versuchen wir es so hinzukippen, damit wir immer drüber fahren können. Ansonsten haben wir nämlich natürlich ein Problem. Ich habe kein Fahrzeug hier, damit ich das da irgendwie schieben kann. Da ist auch noch mal eine Waage. Nicht schlecht gemacht. Eigentlich war ich hier noch gar nicht. Sehr schön. Gefällt mir. Komm bald öfter. So, jetzt zappen wir mal zum. Schade. Das ist genau so, wie ich es nicht wollte. Ich hätte gedacht, der schafft den hintersten auch. Okay, der Plan ist nach hinten losgegangen. Jetzt brauche ich doch den anderen Anhänger, was ich schon mal gekauft habe. Aber hier passt nicht viel rein. Das kostet mir jetzt natürlich alles Zeit und Geld hier. Ah, das ist natürlich schade. Ja gut, Geld haben wir noch für den anderen Anhänger. Werden wir den noch besorgen. So, hier ist der Tempomat noch ziemlich niedrig eingestellt, sonst wäre ich schon schneller gewesen. Das wollte ich nämlich vorhin schauen, da wusste ich nicht, ob es wegen dem Gewicht ist, damit der bloß 36 fährt, oder ob ich da wieder irgendwas am Tempomat rumgestellt habe, damit der bloß 36 fährt. Okay, der Anhänger ist leer, der blaue ist auch leer. Der Agroliner, dann werden wir noch. Da werden wir die anderen Anhänger leer machen und gerade verkaufen. Sieht auch ein bisschen ulkig aus, wenn er den da dran hat. Ja, dann kann ich die beiden nicht mehr gebrauchen. Das wäre jetzt noch ihre letzte Rettung gewesen, aber so sieht's schlecht aus. Ich hoffe, ich bin rechtzeitig wieder zurück. Einen Anhänger haben wir dann noch. So, jetzt fahren wir den anderen noch hinten holen, schnell. Kleine winzige Anhänger, das einzige Gute ist es zum Abkippen hier. Den mal schnell wegnehmen, ansonsten der steht da voll im Weg. Oh. Oh, jetzt wird er noch behindert durch ein. Das kostet mir alles Geld. Komm gern. So, jetzt 24.000 passen dabei beide rein, aber ich hätte gemeint, er könnte beide hintereinander. Der könnte beide hintereinander. Füllen. Aber macht er nicht.
Naja, fahren wir zur BGA, kippen die aus und fahren zum Händler, verkaufen die und holen uns ein anderes Gerät dafür. Den schönen, was wir letztes Mal schon hatten als Mod, der angeblich nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich ist es der beste Anhänger überhaupt und ich habe es nicht kapiert, damit der zu hoch ist für den Mähdrescher. So, jetzt ist natürlich interessant, die hier abzukippen. So ein bisschen. Okay, könnt ihr trotzdem fahren. Geht. Ne, ist noch was drin. Damit die nicht umkippen. Krasse Sache. Alle. So, wir fahren hier durch den Silo wieder zurück. Und zum Händler. Der Sound ist einfach so geil bei den Case. So, müssten wir noch mal zum Häcksler schauen. Ich denke wahrscheinlich schon, bevor wir hier auf die Straße donnern. Einen leeren Anhänger haben wir noch da. In der Zeit, wo er den füllt, kommen wir eigentlich mit dem neuen. Genau. Genauso habe ich mir das gedacht. Der steht da rum. Ich bin in der Weltgeschichte am rumfahren. Und hier geht nichts weiter. Der ist auch schon voll. Sogar zu 100%. Funktioniert tipptopp. Okay, ist aber. Jetzt muss ich aber schnell zum Händler. Komm schon. Vollgas. Wow! Jungs, lasst mich vor. Bitte. Ich hab's eilig. Schaffen wir das? Das Auto ist sogar dreckig, das sieht man aber auch nicht oft. Sonst sind die doch immer so schön sauber. Okay, haben wir überholt. Vollgas zum Händler. Wir müssen das Zeug hier loswerden. Wir brauchen da was Ordentliches zum Transportieren. Könnte noch knapp werden. Kann ich den Drescher sehen? Den Häcksler? Nö. Okay, wir werden noch auf jeden Fall den Anhänger jetzt kaufen. Noch zum Feld fahren. Noch die Anhänger gerade am, oder den am Häcksler hängen, damit wir auch wissen, jo, der funktioniert. Das möchte ich gerne noch machen. Dann werde ich nachher weiter häckseln und wir sehen uns dann später. Aber jetzt kaufen wir erst noch das gute Stück. 18.000 paar zerquetschte kostet das. So, den Händler sehe ich schon, aber der Traktor fährt nicht schneller. Komisch.
So, beeil dich. So, irgendwie schauen, damit beide darauf passen, irgendwie. Oh, du auch. Okay, haben wir. Jetzt Beeilung, 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 Beeilung. Verkaufen, ja. Okay, gab noch mehr, wie ich für gedacht habe. So, jetzt ist es der Anhänger, was wir letztes Mal schon hatten. Und jetzt wollen wir den wieder nehmen. Das ist quasi der hier. 28.000 passen da rein. 18.500 kostet der. Nehmen wir in grün. Kaufen, ja. Okay. Da ist er. Genau, der hat ja so viele Lichter gehabt. Aber cool sieht er aus. Finde ich. Schöne breite Schluffen da drauf. Sogar mit Anhängerkupplung noch hier hinten. Wow. Cool. So, Hauptsache der Häcksler kriegt den auch voll hier, ansonsten habe ich wieder den Anhänger schon zum zweiten Mal gekauft und nichts funktioniert. So wie es aussieht, steht das schon, der Häcksler, meine ich. Oder fährt, nein, der steht da. Schade. Zeit ist Geld. Wir nehmen die Abkürzung. So, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, damit er den hier füllen kann. Ich habe gar nicht geschaut, ob es für Häcksel gut ist, sieht aber so aus. Okay. So. Gut, funktioniert. Dann fahre ich mit denen hier gleich mal zur BGA. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir fahren noch gerade am Häcksler vorbei. Das sieht natürlich sicher noch cool aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.